Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Oh, ich freue mich so riesig. Also, ihr könnt es gar nicht glauben, wie sehr ich mich darüber freue, endlich ein Let's Play zu machen. Und ja, ich finde auch die Familie total klasse. Ihr habt sie ja schon ein bisschen kennengelernt, weil ich sie erstellt habe. Und das ist das Haus. Es gab kein Hausbauvideo dazu, was daran liegt, dass es nicht meins ist. Also, naja, es ist jetzt meins, aber es wurde nicht von mir erstellt, zumindest zum Großteil nicht, sondern von Production Sims 3 oder Sims 3, der sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, das Haus zu bauen. Und ich finde, es ist richtig schön geworden. Also so lange hat er dafür gar nicht gebraucht, aber ich finde, es sieht wunderschön aus und ja, ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Ihr seht ja selbst, wie schön es ist. Wir haben jetzt zwei Pferde und ich lasse erstmal das Spiel ein bisschen laufen und zeige euch das Haus von außen. Ich habe schon was für eingestellt für all die Sims. Tankt gerade ein bisschen. Ja. Ja, schön. Es gibt einen Wetterstein, ich weiß. Ja, also wie ihr sehen könnt, ist das richtig schön geworden, finde ich. Also mit einem Ort für die Pferde, auch wenn er ein bisschen klein ist, aber ja, so schlimm ist das nicht. Und mit Pferdeställen hier draußen. Und ja, hier drin ist das Haus. Man muss dazu sagen, es ist zwar sehr groß, aber noch nicht sonderlich viel eingerichtet. Zeige euch erstmal, was die Sims machen. Philipp spielt gerade mit seinem Sohn, dem Jamie. Und die Therese beschäftigt sich gerade mit Salto. Sie möchte mit ihm nämlich ausreiten am Ende. Aber muss sich erstmal natürlich ein bisschen mit ihm anfreunden. Und Phoebe lernt dafür die Ramira ein bisschen kennen. Ja, und ich zeige euch mal das Haus von innen. Es sieht nicht nur von außen schön aus, wie ich finde, sondern auch ein bisschen von innen. Also die Inneneinrichtung habe ich übernommen. Ich habe auch außen noch ein bisschen was verändert. Aber ja, innen war eigentlich komplett ich fast. Also das sind die Schlafzimmer. Das ist Theresas Schlafzimmer. Das ist Philipps Schlafzimmer. Und wie man erkennen kann, das ist Jamies Zimmer. Hier oben gibt es ein Bad, was eigentlich schon ziemlich gut eingerichtet ist. Also ich denke, das werde ich nicht groß verändern. Und ja, hier ein Flur, der ist noch sehr leer. Hier hängt nur eine Glühlampe an der Decke. Und Jamie und Philipp gehen gerade rein. Er bringt ihn hoch in sein Zimmer. Ich lasse dann Jamie mal auf dem Boden sitzen. Und ja, hier ist die Küche, die, wie man sehen kann, auch sehr spärlich noch eingerichtet natürlich, weil ich halt nicht zu viel Geld dafür aufwenden wollte. Also das Haus an sich hat schon ein bisschen gekostet. Aber die Geschichte des Hauses ist ja auch, dass die beiden das geerbt haben. Also Theresa und Philipp sind ja Brüder und die haben das halt von, nein, nicht von ihren Eltern, aber von anderen Verwandten, welche auch immer das sein mögen, geerbt. Und deswegen ist das halt ein relativ großes Haus. Und ja. Ja, die Tierchen beschäftigen sich alle noch ein bisschen. Theresa beschäftigt sich auch. Und aber ich finde es schon relativ gut eingerichtet. Also, wie gesagt, die beiden haben sozusagen das Haus eher noch spärlich eingerichtet. Einen Moment, also ein Katzenklo wird er nicht kaufen, weil Phoebe einfach draußen gehen kann. Malerei müssen wir auch nicht lernen. Nein, das wollen wir auch nicht. Ich würde sagen, Philipp kann erstmal. Naja, der muss zu Hause bleiben, stimmt. Okay, was könnte er denn jetzt machen? Ah, er könnte was lesen. Nehmen wir mal kochen. Also ja, sie haben halt das Haus sozusagen geerbt von. Oh mein Gott, das ist schlecht. Nein, wir werden jetzt nicht den Kamin. Obwohl, das ist automatische Beleuchtung. Nein, ich will das Risiko lieber nicht eingehen. Nicht, dass hier noch ein Brand entsteht. Ja, wie gesagt, sie haben es geerbt bekommen. Das war halt früher eine Farm oder ein Bauernhof und ist daher ziemlich großzügig mit so einem großzügigen Flur und noch einem alten Kamin, der hier in der Ecke steht. Aber die haben natürlich nicht so viel Geld für die Einrichtung gehabt. Deswegen ist es hier sehr
sehr spärlich eingerichtet bisher, vor allem der untere Bereich. Das hier ist ein zweites Badezimmer, was noch vollkommen leer ist, weil ich mir dachte, eigentlich reicht das mal ein kleines Bad für die beiden. Beziehungsweise für die drei. Ist hier immer noch nicht fertig. Das dauert aber lange. Ach, weil sich das Pferd immer umstellen muss. Na schön. Ach, das. Ja, und hier ist die Spielecke für Phoebe und hier ist der Flur. Und wie man sehen kann, habe ich, gestern war das, neue Store-Objekte gekauft. Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr im Store gekauft und vor allem nicht so viel. Und da habe ich dann mal richtig zugeschlagen. Es gab zwar gar keine Sonderangebote, die gab es erst vor ein paar Tagen, total viele. Aber ja, jetzt gibt es eigentlich gar keine mehr. Ich habe die trotzdem alle gekauft. Ich habe auch noch ein paar Simples übrig, für wenn doch mal Sonderangebote kommen. Aber ja, ich wollte einfach mal zuschlagen und ganz viel kaufen. Und so habe ich zum Beispiel dieses hübsche Objekt gekauft oder dieses schöne Bücherregal und so. Ja, habe halt einfach ein bisschen zugeschlagen. Oder diesen knuffigen Kinderstuhl. So, wir machen mal Musik an. Ach je, nein, das wollen wir garantiert nicht. Wir gehen auf Strandparty. Ich bin seit Inselparadies, mag ich Strandparty total. Weiß auch nicht warum. Ist halt lustig. Worauf spielst du denn? Aha. Interessant. Ist das Teppichboden? Okay. Schön. Es ist Teppichboden. Sehr interessant. Ja, du kannst ja mal ein bisschen kratzen und dir dann Spielzeug holen, kleine Phoebe. Oh, okay. Du bist schon drauf. Dann könnt ihr jetzt gerne mal ein bisschen ausreiten gehen. Ja, eine Gitarre kaufen wir auch irgendwann mal. Ja, die Theresa möchte eine Stimmlegende werden, deswegen wird sie bald auch da den Beruf antreten. Ich denke, ich werde mit dem Pferd dann einfach mal zur Bibliothek gehen, reiten. Und dass sie das dann lernen kann. Und Philipp sollte auch irgendwann mal rausgehen, aber gerade nicht, weil er muss ja auf den kleinen Jamie aufpassen. Er könnte höchstens mit ihm zusammen in die Bibliothek gehen. Aber gerade kann man ja auch ein bisschen das Haus genießen. Oh, und ich finde das Haus so schön. Also wie gesagt, es ist eigentlich noch relativ spärlich eingerichtet. Jamies Zimmer ist eigentlich schon relativ voll mit grundlegendem Spielzeug eingerichtet. Da kann man vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu kaufen. Ja, aber hier oben die Räume, vor allem das Badezimmer, ist eigentlich schon ziemlich fertig. Ist eigentlich alles drin, was man braucht. Eine Badewanne braucht man nicht unbedingt. Es sei denn, Phoebe kriegt irgendwann Flöhe, aber das wollen wir ja nicht hoffen. Und wenn dann erst, wenn wir genug Geld dafür haben, eine Badewanne zu kaufen. Ja, aber natürlich hier die Küche und das Wohnzimmer wird natürlich alles noch weiter eingerichtet und auch hier im Flur. Obwohl, ich weiß nicht, was man da sonst noch hinstellen sollte. Irgendwas großes, dekoratives vielleicht, aber ansonsten auch ist das hier großartig eingerichtet und auch das Badezimmer muss man natürlich noch komplett überarbeiten. Und worüber ich mich mega freue, was ich mir im Store gekauft habe, ist dieser Hühnerstall. Oh, ist der nicht toll? Der ist aus dem, wie ist das, irgendwas mit Bauernhof? Irgendein Bauernhofsatz ist das. Oh, und das finde ich so klasse. Und Theresa hat viel zu viele Wünsche. Die kann ich doch nicht alle erfüllen. Ich habe nur vier frei. Ja, sie will reiten lernen, sie will Gitarre spielen, aber sie hat ja schon vier gute Gründe, vier gute Wünsche. Mann, oh. Ja, gärtnern möchtest du auch. Das stimmt. Das solltest du auch. Aber dazu musst du erstmal in die Bibliothek gehen. Ja, ich glaube, wir schnappen uns dann gleich Jamie. Wenn er mit dem Buch fertig ist, kann er ihm ja erstmal das Töpfchen gehen beibringen. Und dann mit ihm die Bücherei besuchen. Na, das Lied mag ich. Na, bist du süß? Also ich weiß nicht, ich finde in Sims 3 die Tiere total toll gemacht. Also ich finde, die haben es richtig realistisch hingekriegt. Ich weiß nicht, Sims 4 kommt ja nächstes Jahr irgendwann mal raus. Und egal, ob die Tiere im Basisspiel sind oder später, ich hoffe, dass sie da immer noch genauso realistisch sind wie die, weil so knuddelig. Ich habe ja selber eine Katze und die ist fast genauso knuddelig wie mein Kater. Ich meine, die kann man nicht wirklich knuddeln und sie ist ja auch nicht real, aber ansonsten ist sie ziemlich knuddelig.
Na, Philipp, macht Spaß. Bücher lesen macht immer Spaß. Okay. Was hast du jetzt als Wunsch? Nein, ein Buch wirst du nicht lesen. Du kannst ja wohl reiten, das ist viel spannender. Oh, das habe ich mir schon gedacht, Ramira. Mich springen lernen und das möchtest du auch, das wäre schön. So, wo seid ihr denn hin? Mal schauen, wo hier die Bücherei ist. Das ist ja New Sunset Valley, was ich richtig klasse finde, diese Stadt. Und kenne mich hier natürlich überhaupt nicht aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ziemlich viele Sachen doppelt gibt. Deswegen die Bücherei anscheinend nicht. Was ist denn die Bücherei? Hallo? Ist das keine Bücherei, das? Was ist denn das? Aha. Was ist denn das? Was bist du? Du bist einfach nur so ein Gebäude, oder was? Okay. Dann interessierst du mich nicht. Wo ist denn die Bücherei? Ah, da hinten. Na toll. Da seid ihr heute Abend noch nicht da. Na gut. Dann trapp mal dahin. Gespannt, wie schnell ihr dort seid. Einen Kinderwagen kaufen wir jetzt erst noch nicht. Ich habe denen bewusst sehr wenig Geld gegeben, weil eben das Haus sehr viel gekostet hat. Ich bin eigentlich schon über mein Limit hinausgekommen mit dem Haus, aber ja, Schönheit kostet eben was. Und deswegen habe ich denen halt ganz wenig. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Geld geben, also halt so Startgeld, damit sie sich das halt alles verdienen müssen. Und ja. Wir wollen keine Anrufe. Wir mögen keine Anrufe. Hä, wer hat die denn bitte angerufen? Ach so, ja, ich habe nämlich übrigens, nachdem ich die Familie erstellt habe, auch noch die Eltern von Theresa und Philipp erstellt. Die Fenja und den Ben, die wohnen hier auch. Ich habe die gerade angerufen, um ihn zu ihrem Umzug zu beglückwünschen oder so. Ja, die wohnen hier. Und ja, ich fand das einfach ganz schön und so können die dann auch ihre Eltern besuchen und Jamie kann seine Großeltern noch ein bisschen kennenlernen. Und ja. Ach so, ja. Was euch bestimmt schon aufgefallen ist, ist, dass meine Sims keine Diamanten überm Kopf haben. Ich nehme nämlich immer den Cheat Hide Headline Effects on, weil mich die Diamanten nerven. Die haben mich schon seit Sims 1 genervt, dass die einem da immer wie so ein Damoklesschwert überm Kopf hängen, als würden die jeden Moment auf einen runterfallen. Und das mag ich einfach nicht. So, jetzt suchen wir eine Bücherei. Ach, du bist jetzt sowieso auf dem Weg zur Buchhandlung, stimmt's? Ja, wir wollten ja eigentlich zur Bücherei. Wo ist eine Bücherei? Hallo? Bücherei? Muss es doch eine Bücherei geben? Ah, da! Natürlich, die normale Bücherei. Gut, dann geht hier ihr hierher. Und du gehst mit Jamie hierher. So, sind alle außer Haus. Die Ramira muss jetzt damit leben, dass sie den Sattel auf dem Rücken trägt. Ah, das ist ein bisschen schlecht. Es ruckelt alles ein bisschen. Ich muss, glaube ich, meine Einstellung doch nochmal ändern. Mal schauen, ob ich das nicht vielleicht anders hinkriegen muss. War es doch ein bisschen. Schauen, ob es hier eine Stelle gibt, wo die Pferde grasen können. Ja, da kann man grasen. Sehr gut. Da kannst du grasen. Und was ist mit hier? Hier kannst du auch mal grasen. Und dann kannst du in deine Box gehen. Und pinkeln. Gut. Anscheinend drückt das auf die Bedürfnisse, wenn man den Sattel anhat, weil Amira muss schon pinkeln und was fressen. Und Salto geht's gut. Okay, kleine Phoebe, du kannst jetzt auch mal hier draußen irgendwo pinkeln gehen. Und ich finde das schrecklich, wenn die Sims außer Haus sind, ist das Licht aus, obwohl die Tiere hier noch sind. Ist doch nicht schön, wenn die Tiere hier im Dunkeln sein müssen. Ist irgendwie unfair. Naja.
Also, wie gesagt, wir werden gemeinsam New Sunset Valley ein bisschen erkunden. Wenn ihr euch die Stadt selber gedownloadet habt oder downloaden wollt, könnt ihr das natürlich machen. Ich mache auch den Link in die Videobeschreibung. Also, ihr könnt da immer mal gern ein bisschen gucken, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Cheats oder Links oder sowas, also zu solchen Infos. Die sind dann meistens in der Videobeschreibung oder wenn nicht, dann kommen sie da vielleicht bald rein, wenn ich merke, dass da vermehrt Leute danach fragen. Und ja. Was ist denn hier für Musik an? Das klingt ja gruselig. Ist die Musik an? Hört sich irgendwie so an. So, Jamie darf in die Spielecke. Hä, was sind denn das für Geräusche? Sind sie weg? Komisch. Ach, oder kam das von der U-Bahn? Ich glaube, das kam von der U-Bahn, oder? So, du lernst jetzt erstmal. Ach nein, du. Moment, du setzt jetzt den Jamie ab und fütterst ihn. Dann kannst du mal aufs Klo gehen und dann Gärtnerei lesen. Und das von der U-Bahn? Geräusche? Yep. Okay, kommt von der U-Bahn. Und wie weit seid ihr? Yay, ihr seid immerhin schon am Ende des Parks angekommen. Und Theresa ist kalt. Tja, was ist das? Das ist Pech. 20 Uhr. Ach nein, du kannst noch ein bisschen rumgaloppieren. Die kleine Phoebe jagt ein bisschen, damit sie dann jagen lernen kann, weil sie ist ja auch eine Jägerin. Und dann können wir sie ein bisschen beschäftigen, indem sie einfach öfters mal draußen Tiere fangen geht. Ja, aufwärmen wirst du dich gleich. Und so. Sehr gut. Seid angekommen. Dann hopp, absteigen. Ach so, ja, absteigen. Du willst ja eigentlich nur die Karriere annehmen. Und zwar eine Traumkarriere. Och, du kannst auch ein bisschen Online-Dating machen. So ist es nicht. Dann kannst du wieder heimgehen. Super. Na, dann kann Salto ja eigentlich vor der Tür warten. Ein bisschen was fressen vielleicht. So. Bis die Theresa fertig ist am Computer und dann können sie ja wieder heimgehen, weil jetzt kann sie ja, glaube ich, sogar galoppieren mit Level 2. Muss ich mal schauen. Ja. Mein Problem ist gerade, dass ich nicht weiß, wie lange ich schon aufnehme. Ja. Warst du das? Ich glaube ja. Hier ist sonst keiner. Yay! Phoebe hat jagen gelernt. Gehen wir mal zu ihr nach Hause. So. Phoebe. Ja, wir wollen Sängerin werden. Sehr gut. Oh, wie heißt sie? Mist. Das wollte ich mir vorher überlegen. Theresa, Theresa. Was gibt's denn da? Sie ist ja Sängerin. Das heißt, es muss irgendwas Hübsches sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas und wir können mir irgendwelche Vorschläge machen, wie ich das nennen, wie ich sie nennen könnte, weil so also Künstlernamen, weiß ich nicht. Ja, wir nennen sie jetzt Isabella Taufrisch. So, das hat mir bisher noch am besten gefallen. Ja, das ist sehr schön. Sie verdient 275, bla bla. Okay. Also wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir irgendwelche Vorschläge macht, weil ich gerade keinen blassen Schimmer habe, wie ich sie nennen könnte. Oh, das arme Pferdchen steht im Regen. Dann kannst du hier nochmal reingehen, was fressen und dann kannst du gerne noch schlafen, weil es ist schon spät. So, gehen wir mal zurück zu Jamie. Der sollte hier noch ein bisschen spielen. Was haben wir hier so?
Kann ja mal was lernen. Vor allem ist überhaupt kein Licht. Was ist denn das für eine blöde Bücherei, in der hier das Licht fehlt? Ja. Das speichern wir so, das Profil. Du stehst noch hier rum? Sehr gut. Jetzt kommt nämlich gleich die Therese zu dir und reitet mit dir nach Hause. Er freut sich schon, wie man sieht. Ja. Okay. Also, Philipp hat Hunger und dann nimmt er Jamie mit nach Hause. Knuddelt mit ihm. Dann können sie gern heimgehen. Nö, wie siehst du denn aus? Besser? Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das mit der Lautstärke und so machen soll, weil ich mir da unsicher bin, wie laut man das hört in der Aufnahme. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen zu laut, zu leise ist. Also hier die Hintergrundgeräusche, das Pferdewiehern und sowas halt. Weil, ja, ich mich damit noch nicht so ganz auskenne. Also ich nehme das halt mit Kopfhörern auf und normalerweise spiele ich Sims halt ohne Kopfhörer, sondern dass das von meinem Bildschirm kommt, aber das geht natürlich in der Aufnahme nicht. Und deswegen kann ich es noch nicht so ganz aus einschätzen. So, jetzt ab nach Hause. Mach das bitte im Galopp. Und wir folgen dir. Ja, also meine Einstellungen sind eigentlich relativ mittelmäßig noch. Also ich habe zum Beispiel das Sim-Detail und sowas habe ich eigentlich ziemlich hochgesetzt, weil ich ja nicht will, dass die Sims hässlich aussehen. Aber sowas wie der Rest und sowas, den habe ich eigentlich eher mittelmäßig oder teilweise sogar schlecht eingestellt, damit es halt nicht so schlimm ist. Aber anscheinend ist es doch noch zu schlecht. Aber naja, muss ich mal schauen. Übrigens ist Frühling, wie man sehen kann. Es ist noch ziemlich kalt, weil irgendwie lasse ich meine Sims lieber im Frühling einziehen als im Sommer. Weiß nicht warum, weil irgendwie bei den Let's Plays, die ich anschaue, das ist immer Sommer am Anfang. Und das finde ich langweilig. Und deswegen habe ich halt immer lieber eine andere Jahreszeit. Und irgendwie Frühling ist halt, ich weiß auch nicht. Ich habe es halt einfach eingestellt. Oh Gott, brauchen die lange. Bist du wenigstens schon fertig? Ja. Du bist aber auch nicht viel später zu Hause als Theresa. Eigentlich sollte sie ja Essen machen. Und wenn sie dann heimkommen, dass es dann Essen gibt für alle. Aber naja. Das wird wohl nicht ganz klappen. Ach so, du sollst doch. Hä? Jo, du gehst was futtern, bitte, kleine Phoebe. Dann kannst du kratzen und schlafen, damit es dir wieder gut geht. Möchtest einen Käfer fangen, oder? Ja, ich wusste es doch. So, Therese, du machst jetzt trotzdem Abendessen und zwar Herbstsalat, da kann nichts schief gehen. Und dann trinkst du hier was und schläfst. Die Musik. Ach ja. Oh Gott, wie schlecht geht's dir denn? Na, Jamie geht's gut. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, aber ich glaube, dafür reicht das Geld nicht mehr. Ja, da müssen wir das später mal hinstellen. Jetzt geht's ja eigentlich auch noch. Also ich weiß ja nicht, ob ich das Haus zum Download freigeben soll, weil der Ersteller hat es ja nicht in Exchange hochgeladen und das ist ja nur teilweise von mir. Und so gut eingerichtet ist es noch nicht. Vielleicht, wenn ich es besser eingerichtet habe, also wenn sie mehr Geld besitzen und sowas und ich das alles ein bisschen aufgewertet habe und hier alles voll ist, dann kann ich ja mal schauen, ob ich es dann hochladen darf, soll, kann. Aber bis dahin erstmal noch nicht. Auch bisher noch nicht ganz so hübsch halt. Also wie gesagt, der Flur ist sozusagen erhalten geblieben und nur noch ein bisschen aufgestockt. Der Schaukelstuhl ist auch aus der alten Zeit und so Krams und der Rest ist halt ziemlich einfach gehalten, damit sie jetzt mal leben können, aber hat trotzdem eigentlich alles Wichtige, was man braucht. Ich finde es eigentlich ziemlich schön, das Haus.
Oh, die haben alle so schöne Wünsche und ich habe nicht genug Platz. Ich finde das so fies, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Wünschen festlegen kann. Ah, naja. Ich will irgendwie das Lied nicht mehr hören. Das ist okay. Ja. Gott, wann brauchen die denn so lange? Die fahren bestimmt mit der U-Bahn, oder? Ich fahre mit der U-Bahn. Ich garantiere es. Gott, wie laut die Musik hier ist. Und wo bist du? Ja, U-Bahn. Siehst du. Na, dann klappt vielleicht doch noch, dass das Essen fertig ist, bevor der Philipp und Jamie da sind. Weil sie ewig brauchen, um heimzukommen. Toll. Jetzt ist hier das, die Musik nicht mehr an. Musik? Doof. Es hat keine Musik an. Ich brauche keine Musik. Ich mag dich auch nicht, Radio. So. Also, Jamie wird dann nochmal Töpfchen gehen beigebracht. Dann wechseln sie die. Das Praktische ist natürlich, dass hier direkt eine U-Bahn-Station ist. Hier. Direkt vorm Haus. Und deswegen ist U-Bahn-Fahren eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber dauert trotzdem lang. Mag U-Bahn-Fahren eigentlich nicht. Es hängt ganz schön. Oh, ich weiß echt nicht, wie lange ich aufnehme. Ich mache jetzt einfach den ersten Tag zu Ende und dann gut ist. Und so lange dauert es halt. Was ist jetzt? Was machst du? Sims? Hm. Schön. Jetzt hängt's. 3:07 Uhr, komische Uhrzeit. Okay. Gut. So, kannst du auf Klo gehen und duschen? Ja, Theresa, laber nicht rum. Das interessiert mich nicht. Können jetzt die Pferde auch nicht schlafen? Das hängt ganz schön, ja. Also bis zur nächsten Folge verbessere ich die Einstellungen. Beziehungsweise ich mache sie eigentlich schlechter, damit es nicht so schlecht. Willst du jetzt nicht aufs. Dann pinkelt die halt ein, dummes Kind. Was ist denn das für ein dummes Kind? Wenn es müde ist, will es nicht pinkeln. Hier, setz dich hin. Echt blöd, das Kind. Ich auch noch nicht erlebt. So, dann isst du auch einen Salat. Und wenn du fertig bist damit, hat sich das Kind eh schon eingepinkelt. Das finde ich auch sehr schön gemacht, dass man eigentlich überall schnorcheln gehen kann. Hallo, Kind? Will dich anwählen. Jamie. Da. Okay. Jetzt schläft's auf dem Boden. Schön für dich. Schlaf halt. Kannst du jetzt schlafen? Okay, gut. Alle schlafen. Ramira auch. Gut. Spul mal ein bisschen vor. Gott, ich hoffe nicht, dass es jetzt ein 30-Minuten-Part wird. Aber wahrscheinlich schon. Ich weiß eh nicht, wann ich angefangen habe mit aufzunehmen. Ja. Mal sehen.
Eigentlich kann es ja nicht so ewig lang dauern, weil ein Sims-Tag dauert 24 Minuten. Und wenn man nicht ständig Pause drückt, und ich drücke immer nur so ein bisschen Pause, dann soll es eigentlich gehen. Naja. Selbst wenn, dann habt ihr halt einen längeren Part. So schlimm ist es nicht. Es dauert halt nur länger zum Hochladen. Egal. Kann sie jetzt überhaupt schlafen? Ja, okay, kann sie. Das ist anstrengend, Kind. Also normalerweise ist es nicht so schlimm, wenn ich spiele. Das lag daran, dass sie alle einen Ausflug gemacht haben. So, sehr gut. Jetzt kannst du auch schlafen gehen. 6 Uhr morgens ist die richtige Zeit, um schlafen zu gehen. Genau. So, ab ins Bett. Amira ist schon fast wieder wach. Es ist aber eigentlich auch die richtige Uhrzeit, um wach zu werden. Naja, so ist. So. Jetzt schlafen alle. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Schluss zu machen für heute. Ja, so spannend war es heute wahrscheinlich nicht. Der erste Tag ist selten besonders spannend und interessant. Muss ich erst ein bisschen eingewöhnen. Und so ein bisschen die Grundlagen machen. Aber ja, auf jeden Fall werdet ihr die nächsten Tage weiterhin Let's Play sehen. Hoffe ich, wenn ihr das möchtet. Und deswegen sage ich für heute erstmal Tschüss.